Der 8. Tag der Tromanale. Wahnsinn. 8 Tage ist es her, dass wir in der normalen Zivilisation agierten. 8 Tage. Was für eine Ewigkeit. Langsam nähern wir uns dem Ende. Ach Quatsch, jetzt geht es erst richtig los. Die Tage davor waren doch nur Aufwärmübungen für das, was uns die folgenden Tage erwarten wird. Das Motto lautet heute Comedy and Politicians. Tolle Mischung. Klar, dass hier zum Einstieg als Comedy der Troma-Film Class of Nukem High gezeigt werden muss. Doch leider befand sich in der DVD-Hülle zu Class of Nukem High der Troma-Film Slaughter Party. Naja, das passt auch. Irgendwie. Und parallel dazu etwas, was absolut dazu passt. Und zwar ein Workshop, wie man via Siebdruckverfahren T-Shirts und andere Kleidungsstücke bedruckt. Um 16 Uhr ging dann der Filmblock los. Filme wie Harry Pottwal und der Trichter der Breiten und Nüchtern eingeschlafen, betrunken aufgewacht. Ein Film mit Axel Stein von Sonderland. Lukas, der Macher von Sonderland, war auch dabei. Ey, warte mal, der Typ, der war doch mal Gast in einer von meinen Vlogs. Geil. Ach Mensch, wie klein die Welt doch ist. Naja, ah ja, und heute gab es auf der Tromanale-Parade eine Besonderheit. Tromaggot, dieses Mal übernehme ich den Part. Was? Ja, denn ich war dieses Mal mit dabei und ich muss sagen, das, was ihr hier auf der Berlinale veranstaltet habt, das hat die Leute doch eher verschreckt. Halbnackte, maskierte junge Menschen, schreckliche Monstermasken blutend auf dem Boden fallen und ständig Tromanale brüllen. So funktioniert das nicht. Es braucht ein Konzept und deswegen bin ich jetzt mal dabei. Lass das mal dem Papa machen. Erstmal bekommt jeder ein Kostüm und anziehen und ab ins Auto und los zum Berlinale-Platz. Und wir spielen eine kleine Bühnenshow. Chico ist der pubertierende Sohn, der von Independent-Film zum Mainstream übergeht. I don't belong to your family anymore. Baptiste ist sein Vater, dem alles egal ist und ich bin seine besorgte Mutter. Oh, und was bin ich? Du bist der kleine Bruder, der halt auch immer irgendwie dabei ist. Cool. Und die Show geht los. You can't do this to a normal mother! Oh, it's independent cinema, the only way to go! I wanna go mainstream! What are you going to do? I'm going to turn it out, eh? You want to be a good person! And you want to make good movies and not expensive movies! How many years to God! By the way, I'm not your mother, I'm your father! Oh no! Oh my God! Yes, look, I'm younger, man! And you! I got two sons! An independent son! You're a son of mainstream cinema! I always knew this moment would come someday! Oh no! Okay, until this thing is over, so you learn your lesson that never come to independent, to mainstream cinema any longer! I have said what I have to say here, people of Berlin. Come to Tromanale Festival to see some truly inspiring independent art. Woo! And woo! That's all I want to say tonight. That's my family. I can't betray them. I tried. So, okay, you won. We got to Tromanale now. Okay. We got our own festival. Oh, yeah, that's true. Okay, mainstream. Okay, mainstream. Na, merkst du den Unterschied? Es gibt Applaus. Die Leute wurden unterhalten. So geht das. Puh. Schau mal an, was wir in der Zeit auf der Tromanale verpasst haben. Eine Art Live-Show mit DJ und Tanja Linares. Es wurde gesungen und dabei Bilder angefertigt. Und die Bühne, wow, alles so schön eingekleidet. Richtig hübsch. Interessant, ja. Das haben wir verpasst, ne? Aber hört mal selber rein, wie die Musik so ist. Ja, Wahnsinn, kann man hören, ne? Und eine Etage tiefer, da war im Flur, da waren auch DJs, die Musik gemacht haben. Ich habe echt keine Ahnung, ob die zu Tromanale gehörten. Und da einfach kein Platz mehr oben war, Doppelbuchung und so, passierte öfters mal. Und somit sind sie quasi eine Etage tiefer gegangen und haben da ihre Musik gemacht. Oder ob die immer einen Tag in der Woche dort halt im Flur sind und Musik machen. Ja, und wenn die schon dabei sind, die Köche haben auch wieder mal im Treppenflur Musik gemacht. Also irgendwie ist heute im ganz Tacheles was los, Wahnsinn. Ist das schön. Und nun zurück zu dir, Carlos. Okay, naja, also ich würde dann auch mal sagen, das reicht dann für heute. Bis morgen.
Das nenne ich mal, das nenne ich einen Ballermann-Song. Das geht ins Ohr, da will man mitmachen, das ist Wahnsinn. Kommen wir mal zu euren Kommentaren. Bei diesen Erlebnissen wird man zum Psycho schicken. Ja, ich weiß, was du meinst, lieber Kanal, werter Kanal. Gack, 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 gack. Tschüss.